So, guten Abend. Ah, wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Hurt. Herr Underwood, Herr Sancho. Wunderbar. Ah, schöner Schnäuzer, Herr Sancho. Dankeschön. Gut sehen Sie aus. Sie nicht so sehr. Wir haben eine Weste an, aber trotzdem. Ja. Ja, so ein Gewand. Das Gewand lag daran, dass mich Herr Underwood in eine Gang eingeschleust hatte. Ah, smart. Da musste ich ein paar Aufgaben bewältigen. Wunderbar. Bist du hier bei der Highway Patrol angestellt? Ja, ich bin Captain Sancho. Gut. Underwood, kannst du mich auch nochmal einladen hier zu dem Bombs? Ich glaube, Sie müssen Herrn Underwood sitzen. Sir nee, Underwood. Finger aus meinem Gesicht, bitte sein zu nicht. Jawohl. Gut. Jetzt nochmal von vorne. Erklären Sie mir mal, wieso Sie überhaupt barfuß hier sind. Ich war unterwegs nach Mordor. Wohin? Nach Mordor. Und das liegt wo? Das gibt's gar nicht. Das ist in Herr der Ringe, gibt's das, glaube ich, nur. Ja, aber da ist man ja barfuß hingegangen. Verarschen Sie mich jetzt? Bitte? Verarschen Sie mich jetzt? Ich glaube, Herr Hort versucht, Sie zu verarschen. Mordor gibt's nicht. Das ist eine Fantasiewelt. Also, Mordor ist ja da bei der Gang gewesen, wo Sie mich eingeschleust haben. Ich glaube, Sie nirgendwo so eingeschleust. Hören Sie mir auf, irgendwas vorzuwerfen. Das war nicht ich. Ach so. Das war mein Sekretär. Ach so. Ha, ja. Also, ich wurde hier auf jeden Fall abgeholt und dann wurde gesagt, ja, Underwood hat das beauftragt. Mehr weiß ich auch nicht. Ist in Ordnung. Waren Sie mit der Polizeiweste im Undercover-Dienst? Ich glaube, ja. Ich möchte mich nicht dazu äußern. Echt eine gute Tarnung. Vorne steht ganz fett. Und wie junger Mann, wollten Sie Indianer werden oder haben Sie einfach einen Job verfehlt? Oh, was ist das? Ich wollte eigentlich nur das Klo. Ich wollte nicht nur das Klo. Das Klo nicht. Was sind Sie denn für eine? Sind Sie Vorschulkind? Nein. Hier. Chief. Und was sind Sie? Ihre Dienstmarke, bitte. Was? Einmal bitte Ihre Dienstmarke. Sie haben das Klo gesucht. Heißen Sie? Harry Mast. Herr Mast, und was? Sie haben die Toilette gesucht. Nein. Sind Sie Polizist? Und was machen Sie hier jetzt? Hab ich Sie eingeladen zu einer offenen Besprechung oder warum stehen Sie hier rum? Warten Sie vor der Tür bitte. Scheiß Trotto. Nee, halt's mal. Lauf einfach raus bitte. Diskutier mit mir nicht. Herr Underwood. Herr Mast, bitte. Warum haben Sie die Polizeiuniform an, Herr Mast? Sind Sie Polizist? Richtig, Herr Sancho. Nochmal, Herr Underwood, für Sie. Ich heiße Mast, nicht Mast. Für Sie, Herr Mast. Sir Underwood, ja? Wenn Sie mit mir weiterreden wollen. Freut mich. Der Meisterabschlepper ist wieder da. Jawohl, so sieht's aus. Das ja, Hort? Bitte. Ja, das ist Herrn Hort jetzt. Ja. Mann, jetzt sehen Sie scheiße aus mit der Mütze. Wieso? Ich finde die Mütze schön. Bitte halten Sie sich für 21.20 Uhr bereit, weil tatsächlich heute eine größere Aktion ansteht. Was steht denn an? Sie wahrscheinlich tatsächlich, das kann ich jetzt so erstmal nicht äußern, aber seien Sie ab dann bereit, tatsächlich wird das dann ein schneller Zugriff und eine größere Aktion. Ich denke mal, da werden Sie wahrscheinlich auch gerne dabei sein wollen. Jawohl. Wie viel Uhr? 21.20 Uhr. Gut, treffen wir uns hin. Unten tatsächlich am Hangar, da wo wir auch immer rüberfliegen, da wo man auch seine ganzen RTMs bestücken lassen kann, wo man die LKWs so beauftragt. Sehr schön, danke. So, hier runterkommen. Ah, hier unten sind immer schlechte Sichtverhältnisse, ja. Und dann hier rein und dann ist das der Bob Gunner. Hallo Bob. Da kannst du dich auch mal richtig bedienen jetzt. Das ist die dritte Weste, ne? Richtig. Herr Hurt? Ja? Ziehen Sie einen Auslandseinsatz? Nein. Wieso? Für was brauchen Sie den Sniper? Wir haben ja hier oben ziemlich viel, sag ich mal, Waldgebiet. Und wenn jetzt irgendetwas auf weiter Entfernung über die Straße huscht, was man aus dem Auto gegebenenfalls wegschießen muss, dann wäre ich darauf vorbereitet. Ich glaube, Sie haben es noch nicht verstanden. Ich heiße Herr Mast. Herr Mast, hör mir mal zu, du Hampelmann. Ich stelle zwei Fragen, um deine Inkompetenz zu beweisen. Bist du bereit? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Ich stelle jetzt zwei Fragen, um Ihre Inkompetenz zu beweisen. Sind Sie damit einverstanden? Nein, können Sie erst die Frage... Die Frage 1 ist, was ist die stärkste Waffe, die Sie besitzen als Officer? Mein Verstand. Falsch, das ist die Worte. Die zweite Frage? Die schärfste Waffe ist welche? Auch mein Verstand. Gut, Herr Martin, also ein bisschen zur Hälfte, ein bisschen. Nein, Spezialfall. Und Sie sollen das beste Pferd sein im Stall? Von Herr Hort, richtig. Gut, sind ja alle anderen Pferde in an Altersschwäche gestorben, damit sie übrig geblieben sind? Das ist das Problem, er hat keine anderen Pferde. Wie gesagt, ich bräuchte einen besseren Rucksack. Ja. Wo gibt's einen besseren Rucksack, wo mehr reinpasst? Was wollen Sie denn alles mitnehmen, bitte, Herr Sancho? Herrn Underwood, gibt es gegebenenfalls eine größere Mütze für mich? Was brauchen Sie eine größere Mütze, bitte? Groß, bitte. Für meinen Kopf. Die Mütze, nein, die Sie auch jetzt schon aufhaben, ist doch schon groß genug. Ja, deswegen brauche ich eine noch größere Mütze. Das ist komplette Scheiße. Wir müssen los. Gut. Ich habe keine Ersatzmunition dabei, weil mein Rucksack. Aber kann ich jetzt eine bessere Mütze haben? Ich brauche eine größere Mütze. Abgelehnt, Mastanfragen auch abgelehnt. Gut. Ich brauche aber einen größeren Rucksack. Also wenn du einen größeren Rucksack kriegst, will ich eine größere Mütze. Dann verzichte ich auf meinen Rucksack und habe dadurch keine Ersatzmunition dabei. Jawohl. Gut. Gut.
Und es geht los ins Einsatzfahrzeug. Herr Underwood. Herr Most, bitte. Herr Mast. Was ist denn hier los? Moin, Herr Sancho. Moin. Mahlzeit. Moin, 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 moin. James Anstein, ich vergesse. Soll ich aufmachen? Ah, sind Sie und Herr Most jetzt schon beim Du? Herr Most, ich schwöre es Ihnen bei Gott. Wenn Sie mich noch einmal den Vornamen benennen, richtig aufschlitzen. Ich höre. Haben Sie rausgeworfen? Also haben Sie rausgeworfen? Herr Most ist aus dem Auto geflogen. Ja. Sicher? Ja, sicher. Vielleicht wollen Sie zurückfahren, Herr Hort. Wo ist er denn? Hinten an der Kreuzung. Könnten Sie mich einmal navigieren? Gut, bleiben Sie stehen und drehen Sie um. Wer hätte das gedacht? Einmal wenden am besten. Und jetzt? Geradeaus. Drahtverlauf folgen. Jawohl. Gut. Ich fahre hier mal ganz kurz ein bisschen Schritttempo. Man weiß hier bei den Wäldern nie. Nee, hier ist Autobahn. Hier muss man schnell fahren auf dem Highway. Ach so, okay. Zumindest Geschwindigkeit. Können hier Tiere über die Straße rüberhuschen, Herrn Underwood? Nein. Nein. Keine Ahnung, Herr Hurt. Ich denke aber eher weniger. Vielleicht fahren Sie ein Stückchen schneller, bitte. Seien Sie nett. Jawohl. Oder ist auf der falschen Spur gefahren. Verfolgung aufnehmen. Wir ziehen ihn raus. Einmal auffordern, Herr Hort. Herr Hort? Ja. Gut. Gutes Manöver. Danke. Fordern Sie bitte den Flüchtigen auf, rechts ranzufahren. Jawohl, mache ich. Muss ein bisschen näher ran. Verfolgen ein. Rechts ran! Richtung. Oh. Der hält nicht an. Herr Hort, okay. So, aussteigen. Aussteigen. Ach, der Herr Känguru. Ich grüße. Sie kennen den Herrn? Ja, der arbeitet auch beim SAP. Ich grüße. Herr Känguru, hallo? So, was soll denn das? Warum treten Sie nicht immer gegen mein Auto? Das war ein Versehen. Ich wollte gegen die Felge treten. Also, Sie wissen, warum wir Sie anhalten? Nee, leider nicht. Sie waren auf der falschen Fahrbahn und das gibt jetzt ein Bußgeld. Komm unter Kollegen, muss das sein? Ja. Ich hatte gerade im Funk die Nachricht bekommen und ich hatte gemerkt, ich bin aus der Arbeit raus, wollte mein Funkgerät kurz ausschalten und dann habe ich die Kontrolle über meinen Kfz verloren. Ja, gut, dann. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Ja, gut, kann ich verstehen. Dann machen wir. Wollen Sie das ernst? Doppelte Strafe erhört für so eine Respektlosigkeit, sich hier aufhören zu wollen. Doppelte Strafe. Gnade. Null Toleranz. Eigentlich wären es nur 15.000 gewesen, aber es macht jetzt 30.000, ne? Ich gebe auch einen vernünftigen Grund für die Ausstellung der Strafe einmal ein. Lassen Sie mich das einmal eintragen, damit das hier auch mentarisch als Geisel genommen mit Langwaffen. Alles richtig. Bitte weiterfahren, bitte weiterfahren. Ja, da wird einer als Geisel genommen mit Waffen, so. Mit Langwaffen. Bitte fahren Sie weiter. Okay. Bekomme richtig. Vielleicht wenigstens Geld für die Felge. Ja, kein Problem, einen Moment. Und Felge. Oh. So, passt. 10.000 Euro Strafe. Welchen Grund haben Sie angegeben? Den Grund kann ich hier jetzt so nicht nennen. Ich sehe hier bei mir im System. Da hinten ist eine Schießerei! Da findet ein Überfall statt, sofort dahinter. Überfall hinter. Polizei, die wollen mich überfallen, Polizeihilfe. Hallo, einmal stehen bleiben. Stehen bleiben. Die Roten wollten mich überfallen. Stehen bleiben. Die Roten wollten mich überfallen, die haben auf mich geschossen. Aber was wartet ihr doch? Schießt doch bitte! Eieieiei! Hort, was machen Sie da bitte? Bitte? Den hier habe ich erledigt. Ich hole die Leute aus dem Auto raus. Wunderbar, super Einsatz. Danke. Okay, die Kollegen kommen jetzt und sichern den Einsatzort. Ich würde sagen, wir fahren weiter, ja? So machen wir das. Was ich Ihnen sagen wollte, Sie haben mir da jetzt ein Bußgeld ausgestellt für meine Felge. Herr Hort, steigen Sie bitte ein. Ich Bußgeld gesehen habe, nicht so trocken, dass ich meine Felge so fahren bin und da ist jetzt Platz da drin. Herr Hort. Können wir vielleicht das Geld für diese Felge da wieder erstatten? Ja, ich habe Ihnen ja für die Felge was ausgestellt. Einfach aufschreiben. Ja, aber Dankeschön. Die ist jetzt nochmal kaputt. Einfach notieren. So, wissen Sie, was ein Santoretto ist? So, wir müssen einmal zurück. Wir müssen einmal zurück zum Gewehr Munition holen. Ihre Tür fehlt. Was sagen Sie noch? Herr Underwood, zieht es sich da ein bisschen. Fahren Sie rechts ran, Herr Marswood. Fahren Sie rechts ran. Das ist so dumm zu lachen, Sie Vollidiot. Fahren Sie rechts ran. Ich glaube, Schweinzeil. Fahren Sie mal rechts ran. Was sind Sie denn für einer, bitte? Das ist ein scheiß Auto aus. Lochen ist so blöd. Herr Marswood ist doch sehr bisschen, das ist der Verteidigungsminister. Wir können doch nicht einfach so viel lochen. So, James, was ist denn jetzt hier? Wie haben Sie das genannt? Moss, sagen Sie es nochmal, wie Sie mich gerade genannt haben.
Ich heiße Herr Mast. Holz mal, wie hast du mich gerade genannt? Auf einmal James. Zu viel, Herr Mast. Gut, alles klar. Ich gebe genau 30 Sekunden wegzulaufen, dann schießt gleich in den Rücken rein. Ich soll jetzt runter, 3. Ich bleib bei Herr Holz. Oh. Ich hab's gelegt. Ist in Ordnung, bleiben wir da. Kommen wir zurück, seien Sie Mann, Windkraft, Herr Sancho. Und Sie, Herr Mast, wir kennen es noch nicht, glaube ich. Nee, ich grüße Sie, Herr Underwood. Mein Name? Na, so können Sie mit mir auch in Zukunft weiterreden, Herr Mast, da haben wir gar keine Probleme. Ja, Sie können mich auch Harry nennen, also ich werde Sie nicht Harry nennen, muss ich also, nicht. Herr Underwood, ich komme aus Hamburg und bei mir ist das so üblich, dass man sich duzt, ein bisschen miteinander labert. Ich bin aus Hamburg, ich rede viel. Deswegen wurde es mir im Duzen angewohnt. James, das tut mir leid, in Zukunft... Underwood. Herr Underwood. Herr Sir Dr. von Underwood. Willst du zurück nach Hamburg? Ja, ich hatte eine Frittenbude und die hat jetzt die Barbara. Also das wird nichts mehr. Habe ich keinen Lebensunterhalt mehr. Du nimmst es auch hier nicht ernst, so ehrlich. So wie die anderen zwei Humpelmänner jetzt. Ja, also ich sag mal so, nicht ernst nehmen. Was ich nicht ernst genommen habe, war das Leberkasli-Kartell damals in Bayern. Aber jetzt, das nehme ich ernst. Könnten wir auf dem Weg gegebenenfalls die Tür von Herrn Underwood einsammeln? Herr Underwood mag es nicht, wenn es so zieht. Oh, gut, mir fehlt jetzt noch eine Tür. Herr Sancho. Herr Underwood, jetzt nicht nur von Ihrer Seite, sondern auch von meiner Seite kommt ein bisschen Zug. Wundern Sie sich nicht darüber. Herr Underwood? Was wollen Sie von mir, Herr Morse? Bitte. Herr Underwood? Ich wollte Sie ein bisschen näher kennenlernen. Einfach. Oh, Mast, halt deine scheiß dumme Fresse. Tu mir den Gefallen, bitte. Oh, so läuft das. Was ist Ihr Lieblingsessen? Holt's Maul. Meins ist Currywurst. Mast, das ist der Verteidigungsminister. Ich darf doch wohl sehr bitten. Mast, bei Gott, ich werde dich gleich abschieben lassen. Schnell, wie du herkommst, bist du direkt wieder weg. Was ist Ihr Lieblingstier, Herr Underwood? Ich hab kein Tier, kein Lieblingstier. Meins ist eine Giraffe. Gut, okay, ist in Ordnung. So, wir brauchen ein neues Auto. Hören Sie auf, so dumm zu lachen. Ich wurde so zugelabert beim Autofahren, da kann ich mich auch nicht konzentrieren. Ich warte auf der Rückbank. Also, Herr Underwood, warum reden Sie? Steigen Sie aus dem Auto aus, Herr Mast, bitte. Herr Underwood? Herr Horn, bitte. Wo wir quasi vor einem Monat hierher gekommen sind und Sie mich, Sancho und Most noch nicht kannten, würden Sie sagen, dass Ihr Leben sich dahingehend gesteigert Hallo? Hat, also Ihre Lebensqualität generell? Herr Underwood? Der Herr Underwood meinte, wir sollen hier parken. Herr Underwood? Ja, bitte. Hat sich Ihre Lebensqualität gesteigert mit uns, Herr Underwood? Nein, ich habe Lebensmotivation verloren, Herr Howard, um ehrlich zu sein. Reden Sie bitte weiter. Herr Underwood, wie sieht das tatsächlich jetzt aus mit Ihrem Einsatz? Sind Sie jetzt dabei oder nicht? Weil wir jetzt runterfahren würden. Gut. Und dann gleich wieder losgeht. Wir sind dabei, Hauptsache. Wir sind dabei. Herr Underwood, Ihnen könnte ich das tatsächlich schon mal persönlich gerne mitteilen. Aber gut, kommen Sie mit. Das in kleinen Kreise. Denkst du, Herr Underwood mag mich? Ja, der liebt dich. Herr Moss kriegt gerade Ärger. Wo ist er denn? Um die Ecke. Oh, okay. Sehr gut, Herr Sancho. Jetzt so nach dem Ganzen, wie das jetzt gelaufen ist, wollte ich vielleicht mal höflich... Pass jetzt auf, was du jetzt fragst, bitte. Willst du mich verarschen, Mast? Naja, ich habe ja auch einen Lebensstandard zu halten und... Wer hat dich verarscht bei der Erziehung? Erzähl mal. Welcher Elternteil hat bei dir versorgt? Ja, der Herr Hort hat mich erzogen, hab ich eben gesagt. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ich habe mein Bestes probiert. Anscheinend nichts haben sie gegeben. Anscheinend haben sie auch gar nichts versucht. Ja, ich habe ja gesagt, mein Bestes. Ja, pure Enttäuschung. Ja, aber mein Bestes. Ich hab's versucht. Wer hat denn den Kofferraum geöffnet? Das sieht doch bescheuert aus. Herr Underwood, ich bin... Das... Oh, da fliegt was. Achtung. Sehr gut. Wieso sehr gut? Jo, wir haben gut ausgewichen. Fahren Sie Richtung Hafen runter. Richtung Hafen. Aber markieren. Richtung Hafen, Herr Ort. Achtung, Kurve. Richtung Hafen. Kleine Drehung, sehr gut gemacht. Bitte aufhören, mich nachzuhelfen. Ja, sichere. Kein Problem. Gut. Gut. Ist drin. Im Navi. Ich sehe keine Markierung im Navigationssystem. Ich habe einmal markiert. Ich kann nichts sehen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Zug im Rücken. Wir kommen vom Kofferraum. Ja, Herr Underwood, können Sie da mal nach hinten durch mit dem Arm? Mach doch selber, du Trottel. Was würde sowas kosten, Herrn Underwood? Das geht ja regelmäßig weg im Auktion. Genau, die Bonbons. Frische Früchte. Er hat auch Nüsse. Ja, Nüsse wären toll. Oder ein Apfel. Ist ja auch hier richtig geil gelegen. Herr Underwood. Schon die Reifen sind ja, bitte. Ja, wir hatten was mit dem Obststand gefragt. Ja, die Frage bitte. Was der Obststand da vorne gekostet hätte. Ich weiß es nicht, Herr Hort. Könnten warum Sie nicht mal nachgucken? Jetzt nicht? Also warum fehlt Ihnen jetzt da das...
Warum? Ist das normal, dass jedes Verkehrsteilnehmer in mich reinfährt? Ja, ist normal. Es ist normal, fahren Sie weiter. Oh, ey! Gut. Gut. Herr Hort? Ja. In 8 Minuten ist der Spezialeinsatz. Ja. Gut. Also wissen wir, was der Spezialeinsatz ist? Aua! Beim nächsten Mal schieße ich ihm aus dem Auto raus. Wie ist nochmal der Codename, Herr Underwood? Zu was? Zu solchen Leuten. Aua! Wunderbar. Oh Gott. Den so einen Snipe verpasst. Einfach in den Kopf. Alle einsteigen bitte. So. Wissen Sie, wen Sie gerade erschossen haben? Wissen Sie, wer das ist? Wer soll das sein? Das ist ein Kollege von uns, undercover, der wollte mit uns zusammen runter zum Auffahren für den Einsatz. Achso, ich habe dem mit dem Scharfschützengewehr in den Kopf geschossen. Aber sicherlich haben Sie das und Herr Most hat auf Sie geschossen. Herr Most, ist nicht lustig. Herr Underwood? Ich kannte mal einen ähnlichen wie Sie. Der hieß Holger. Und was hat der Holger gemacht? Naja, man konnte Holger extrem provozieren, indem man ihn Holger genannt hat. Ein paar Mal degradiert. Wir kommen niemals am Hafen an. Können Sie einmal bei der Wache melden, dass wir insgesamt 15 Unfälle unterwegs hatten? Und schon wieder einer. Auto kaputt. Ja, Anderwut, was machen wir da nochmal am besten? Wir müssen weiterfahren, bitte, Herr Sancho. Geht es Ihnen gut? Hallo? Frag doch nicht so blöd, Junge. Was bist du denn für ein Fahrzeug, bitte? Was ist eine dumme Frage? Herr Underwood, kommen Sie mal jetzt. Also ich bitte Sie, auch wenn Sie mein Vorgesetzter sind. Herr Most, halt dein dummes Maul. Herr Underwood. Herr Hort. Herr Sancho. Herr Most. Wer führt das Fahrzeug gerade? Ja, Herr Underwood führt es. Ob er mit seinem Alter das überhaupt noch darf. Also. Herr Most, ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn Sie 5 Minuten lang einfach Ihre dumme Fresse halten? Wie wäre es denn damit, Herr Most? Wäre das möglich umzusetzen? Seien Sie mal ehrlich, bitte, auf der Rückbank. Fantastischer Vorschlag. Aus dem Mund kommt eine Scheiße raus, andauernd schon. Herr Underwood, sehe ich das richtig, dass Sie gerade Herrn Mast sagen wollten, aber haben aus Versehen Herr Hort gesagt und dann an Herr Horst gesagt? Habe ich das richtig akustisch gerade verstanden, dass Sie sich versprochen haben? Ich weiß es nicht, Herr Hort. Herr Sancho, ich weiß es nicht. Okay, alles gut. Gut. Scheiße. Gut. Okay, was ist der Auftrag im Hafen? So, was machen wir? Was machen wir denn ich jetzt am Hafen? Ich weiß es selber nicht. Wir werden gleich erfahren, was wir uns einsatz gleich haben. Was machen wir denn jetzt am Hafen, Herr Underwood? Wir werden es gleich erfahren. Herr Hort, fang du jetzt auch nicht an, bitte. Ich kann nur einen ertragen. Meist ein Kollege. Wir sind jetzt am Hafen. Herr Mast, einmal Ihr Funkgerät überprüfen. Dann wollen wir mal einen Funkcheck check, machen. Check, Mast. 677 187 420. Mast. Check. An James Underwood. Check. So, guten Abend. Guten Abend, Herr Hort. So, guten Abend auch hier die Männer. Guten Abend. Moin. Mahlzeit. Können Sie in Reihe und Glied bitte sich da hinstellen? Danke, sehr freundlich. In maximal 10 Minuten geht's los. Informationen werden tatsächlich dann unterwegs, wenn wir kurz vor dem Ziel eintreffen sind. Brauchen wir Lockvogel oder jemand, der sich opfert? Wir warten tatsächlich nur auf das Go vom FIB. Schicken Herr Maus als Erster rein, egal was passiert. Bestätige. Ist das in Ordnung? Den Herrn Mast, den haben sie sehr Herr Mast ist der Erste, der reinschickt. Auch ohne Bestätigung vom FIB. Direkt Herrn Mast reinschicken. Ja, schicken Sie Herrn Mast einfach vor, ja. Das ist doch schwierig. Gut. Als Köder quasi. Jetzt kommt der noch her, jetzt geht. So, hier bin ich. Herr Mast, wir haben uns das entschlossen, dass wir die ehrenvolle Abgabe erhalten, als Erster da reinzugehen in den Einsatz. Ich hätte eine Bitte. Vorne bitte. Könnte ich eine JBL-Musikbox bekommen? Nein, die können Sie hier nicht bekommen. Herr Underwood? What? Ich wollte ein privates Thema einmal ansprechen. Gut, bitte. Wir haben uns ja auch bei Facebook, wir beide. Und wie gesagt, da gibt es halt auch einen Beziehungsstatus, den man ändern muss. Und der Beziehungsstatus bei mir wird jetzt geändert mit Frau Reiter, dass ich dann quasi mit der zusammen bin. Und ich wollte Ihnen das einmal sagen, Herrn Underwood, dass Sie das nicht da über die Plattform erfahren, sondern direkt von mir. Ich bin heute etwas geschwächt, ja, ich bin sehr viel wach gewesen. Ja, wollen wir. Ich habe heute nicht den... Herr Most, ich mein's wirklich, Herr Most. Was ist Ihre Aufgabe hier, Herr Most? Könnt ihr mir Ihre Aufgabe kurz erläutern? Genießt den Tag, ja, macht, was ihr wollt. Aber am nächsten Mal wird das alles für euch Konsequenzen haben, egal was passiert heute. Ja,
So verstanden. Ja, geht gleich los. Wir warten nur noch auf das Go vom FAB. Gut, sehr schön. Freut mich. Die sind da. Ja, bitte. Ja. Ja, Sekunde. Gibt's irgendwas zum Belustigen, Herr Hort? Bitte? Gibt's irgendwas zum Belustigen, wollen Sie den Ball hauen lassen? Ich habe gerade einen Beitrag gepostet, einen InGrind. Und ja, der ist mir gut gelungen. Auch von der Farbkulisse her. Ich muss Sie informieren, dass Herr Hort ein Bild von Ihnen auf Ingram hochgeladen hat. Den auch nicht. Oh. Oh Gott. Gut, jetzt sind Sie dran. Halt eine Motivationsrede, bitte. Eine Motivationsrede? Richtig. Sagen Sie, was Sie drauf haben. Puh, okay, um welches Thema geht es denn? Der kommende Einsatz. Okay. Es gibt eine Geschichte, die mag ich sehr, sehr gerne. Das ist meine Lieblingsfilmreihe. Da geht es quasi darum, dass ein Hobbit aus dem Auenland einen Ring nach Mordor bringt. Der ist viel kleiner als alle anderen, ziemlich schwach, hat Angst vor so gut wie allem, ist auch, was das angeht, Orks gegenübergestellt, die viel stärker sind, aber er gibt sich nicht auf. Er bringt einfach einen kleinen Ring barfuß nach Mordor. Und ich möchte euch daran erinnern, dass wir es gut haben, wir haben alle Schuhe an. Wir müssen da jetzt nicht barfuß rein. Wir sind standfest, wir haben Schutzkleidung. Und wenn es darum geht, auch einfach mal volle Konzentration, vollen Fokus rein und daran denken, was hätte Frodo getan in Herr der Ringe? Was hätte Samwise Gamgee getan? Was hätte Gollum gemacht? Was hätte Aragorn gemacht? Legolas, Gimli? Und wir wuppen das hier. Wir kriegen das hin. Wir haben Herrn Underwood an unserer Seite als Verteidigungsminister. Der natürlich, was das angeht, jetzt nicht von seinen körperlichen Fähigkeiten glänzt, aber natürlich auch nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist. Gut, danke, Herr Hort, für den scheiß Beitrag. Sie waren ja im Undercover-Dienst dort, Herr Hort, richtig? Ja. Richtig. Durch Sie konnten natürlich die Razzia veranstalten. Wie gesagt, wir greifen von ganz hinten zu. Der Underwood, was ist der genaue Auftrag? Den Freund eliminieren, Kampf und unfähig hier, Kampf und unfähig machen. Underwood, ich wusste gar nicht, dass Sie lachen können. Jetzt mal machst. Du hast gelacht, das habe ich gehört. Auch der James hat einen Fantasy-Film. Ich lache nicht. Herr Hort? Ja? Fahren Sie bitte zum Einsatzort, bitte. Ich bin noch hier vorne, hier ist doch der Einsatzort. Er fährt richtig, jetzt schalt mal den Beifahrer auf der Rückbank. Oh, hier brennt's. Da Licht einschalten und unterwegs und los. Wir sind auch wieder zu spät, ne? Wir sind auch wirklich zu spät. Und los. Gut. Zugriff. Warten Sie mal, die anderen sind noch gar nicht. Abbruch, kommen Sie nach da raus, zurück.